Und dann müssen wir noch nach Harlendor. Oh Gott. Da ist Asa und Rogash. Und die probieren es natürlich wie immer. Der gute, gute Rogash. Rogash. Der ist halt böse mit seinem Sprung, mit seinem Splash-Schwertkämpferangriff Aber ich glaube, nachdem man Monster ist, sind Phalanx-Einheiten und Feuerfallbogenschützen gar nicht so schlecht gegen. Klar, ich werde enorme Verluste haben, aber es müsste gehen. Kommt drauf an, ob die ausgerüstet sind oder nicht. Er hat so Mädchen. Halbdings. Ja, Mädchen. Ich werde langsam So. Wir machen Worte, die ich gebraucht. Ja. Wir brauchen Platz, die ich gebraucht. Wir machen zusammen. So, mal sehen, wo sie jetzt sind, die Gegner. Sollen unser Banner fürchten. Haltet eure Äxte bereit. Wir werden warm. Wir haben alles im Griff. Du gehst mal scouten hier. Ich will nämlich wissen, wo der Gegner ist. Da sind sie. Vorwärts. Los. Vorwärts. So. Vorwärts. Los. Gleich wird's ein bisschen. Ha! Voll daneben gesprungen. Was für ein Troppelkopf. So, der stirbt ja. Ja, dann können wir sie auch auf aggressiv stellen. Wenn er sie eh one-shottet, die Typen. Oh, warte, da sind Orks. Rogash ist gestorben. Der Typ müsste gleich sterben. Na los. Aber wo ist ein Angmar? Ach, da oben. Oh oh, die Spinnen zerstören meinen Streitwagen. Nix hier weg hier. Na dann. Erst den Baumeister zerstören. Dann die Spinnen. Sehr schön. Einer unserer Feinde wurde zerschmettert. Gut. Ach so, hier stehen noch Leute rum. Ja, aber das ist nur so eine bescheidene Mühle. Die ist ja komplett uninteressant. Klar, Ressourcen, den Gegner wegnehmen, bla blubsidups, alles klar, aber ich meine, ich suche ja. Ich suche ja die Ausbildungsbetriebe. Die sind mir eigentlich komplett egal. Aber wir können sie zerstören, gibt Geld. Nicht, dass ich es brauchen würde. Wir verwenden nur bestes Material. Der Schießstand ist fertig. An die Waffen! In Stellung! Marsch! Wo ist der jetzt, der Gegner? Attacke! Pfeile bereit! Seht ihr sie? Axtschleuderer! Wir werden warm. Dieser Vorposten könnte nützlich sein. Also irgendwo muss der Gegner sein. Das ist einfach so ein Punkt. Ich weiß gerade nur nicht, wo er ist. Gewonnen. Okay, sehr schön. GG. War ja gar nicht so anspruchsvoll. Da muss irgendwo. Boah, das war eine schlechte KDA. 0,63. Da habe ich Verluste gemacht. Aber es läuft. Yes! Wir haben den Gegner vernichtet. Wer war das? Die Orks? Wir haben die Orks vernichtet. Ist es unser erster Gegner gewesen? Nein! Mordor ist auch schon tot. Nice. Dann können wir als nächstes uns um die Elben kümmern. Eigentlich hätte ich da schon viel strategischer dran gehen sollen an die ganze Situation, weil wenn ich jetzt die Elben töte, und das ist auch mein nächstes Ziel, dann habe ich den Vorteil, den großen, großen, tollen Vorteil des Alexaschas, nämlich, dass ich dann, wer hätte es gedenkt, dass ich dann mit weniger gegnerischen Helden zu kämpfen habe, was natürlich ein riesen Vorteil ist. So, dort oben kommt ein Ausbildungsbetrieb hin, genauso wie hier, genauso wie hier. Prinz Brand aus Tal kann weiter marschieren. Das ist safe. Das
Ist jetzt safe, dann kann man da die Katapulte reinknallen. Also. Ja. Ah ne, ist schon voll. Ah, ist schon voll. Dann schickt man den ganzen Sums nach vorne. Bams. Kann man die tauschen? Ja, tauschen. Gut. Weiter geht's. Das können wir noch einnehmen. Care Andros. Hier hinten könnten wir halt schon alles. Das ist so nice. So, Schmiede bauen. Da haben wir nur Katapulte drin. So. Dann schicken wir die dahin. Da geht nichts. Okay, wie auch immer. Spielt jetzt keine große Rolle. Da kommt eher dann eine Festung hin. Gut. Wir stehen hier komplett safe. Das ist safe, das ist safe. Wir haben den... Muss ich hier noch einen Typen auswählen? Belfalas. Wo ist denn der Typ überhaupt? Mein... Ach, das ist der. Belfalas. Anfalas, Belfalas. Ah, guck einer an. Mann. Ja, ja, klar. Hier, tauschen. Und dann nehmen wir so eine und tauschen die gegen zwei Katapulte aus. So, jetzt sind wir wieder... Ach, hab mich schon gewundert. Weil dann können wir hier angreifen, den können wir einkesseln und hier ziehen wir die Schlinge einfach enger. Und das war's. So. Die Entscheidungen werden gespeichert. Nicht, dass jemand noch cheatet. Und dann greifen wir erstmal hier an. Das geht ganz schnell. Das ist bloß der... halt hier! Halt hier! Er ist nicht so stark. Der Strahl. Und es geht dann schon. Okay. Das müsste ziemlich schnell gehen, das Land einzunehmen. Ich schicke nämlich einen... Also ich schicke alle durch die Mitte. Bis auf jeweils ein Bataillon Bogenschützen hier. So. Ja, und dann... Das war's eigentlich schon. Mehr müsste ich nicht machen. Einfach nur A-Moven und tschüss. Aber egal. Achso, ja, richtig. Du laufst mal. Schneller. So. Ja, ja. So, die Könige müssen wachen. Ich verstehe jetzt aber, warum der König Dein so wichtig für die Zwerge ist im Gefecht. Weil er hat halt die Führerschaft. Die ist einfach extrem gut. Und dann hat er die Heilung und den Kampfboost, was halt auch sehr stark ist. Also zusätzlich zur Führerschaft kriegst du hier nochmal den Bonus, also insgesamt auf 100% eigentlich, theoretisch. Kommt drauf an. Es kommt drauf an, ob die 50% vom Basiswert genommen werden oder vom aktuellen Wert. Das weiß ich jetzt nicht. Wenn es vom aktuellen Wert wäre, dann wäre der Boost sogar noch stärker. Wenn es vom Basiswert ist, dann stackt es einfach nur ganz normal hoch. Also kannst du die Boni addieren. Wenn ich in Mathe richtig aufgepasst habe, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich denke mal schon, müsste passen. Also Basiswert 50% plus Basiswert 50% sind insgesamt 100%. Und wenn es hochsteckt jeweils, gut, dann ändert sich dann natürlich was. Aber nachdem das nicht so sein sollte, müsste schon passen. Und der Haldir stirbt halt instant weg. Was geht ab? Und dann sind es halt... Ich gehe jetzt mal von dem Niedelgraden aus. Sind halt 100% mehr Rüstung und Schaden. Und dann hast du noch Resistenz gegen Furcht. Das ist auch nicht schlecht. Und du kannst halt hier diese ausgerüsteten Typen holen. Ich weiß nur nicht, welche... haben die einen Bannerträger? Sieht so aus. Das heißt, ja. Die haben einen Bannerträger. Aber ich weiß nicht, ob sie jetzt in Stufe 5 sind. Oder Stufe... keine Ahnung was. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ist ja auch egal. Das sind auf jeden Fall sehr stark, die Viecher. Gibt's euch mal dieses Gebäude hier kassiert. Geht komplett kaputt alles. Ja, haben wir gewonnen. GG! Wir haben einen Gegner vernichtet. Einen unserer Feinde zerschmettert, so sagen sie es, genau. Ja. So, das war nicht anspruchsvoll. Ha!
Ich glaube, das war bisher meine beste Karte. Ja, 122,0. Geil. Geil, so können wir weitermachen. So, Arthedain. Die heben uns für wann anders auf. Das können wir machen. Das machen wir. Da sind zwei Helden drin, habe ich gesehen. Zwei Helden. Also vermutlich die Eowyn und dann Faramir könnte es noch sein. Glaube ich. Nein, war... Oder? Ja, Faramir. Eowyn oder halt die Heldenerstellung. Wo ich jetzt gar nicht weiß, was die Menschen für einen Helden von mir bekommen haben. Wahrscheinlich Isildur oder so, den ich irgendwie mal gemacht habe. Der hat halt dann... Das war so ein Cheat-Held. Nee, eigentlich Glitch-Held hieß es, glaube ich. Ein Glitch-Held war das. Ist ganz interessant. Für offizielle Spiele oder so niemals verwenden. Und auch wenn man mit Freunden spielt, kann man es absprechen. Aber wenn man jetzt einfach so in Multiplayer reingeht, würde ich das nie machen. Es ist so wie Cheaten. Du gibst halt einem Helden Fähigkeiten, die er eigentlich nicht haben kann. Also zum Beispiel einem Heermeister Gondors das Wort der Macht. Oder einem Zauberer klettern. So Zeugs halt. Und das ist halt dann nicht unbedingt fair, ne? Die hat den Speer echt auf Gollum geworfen, anstatt auf den Gimli. Boah, wie blöd. Ja, dann kann ich auch nicht helfen. Aber ich finde eigentlich das Ding... Also, eigentlich ist es nicht schlecht von der KI. Eigentlich. Ja, spring da mal hin. Wow, hat sich ja gelohnt. Also eigentlich ist es nicht schlecht. In der Situation war es dumm. Aber generell finde ich es cool, dass die KI das macht, um halt den Ring zu bekommen. Das ist nicht schlecht, das gefällt mir. So, jetzt ist aber ein Held schon gestorben. Der zweite weiß nicht, wo stirbt. Soll ich mal den Gimli? Voll auf Drogen, der Typ. Wie schnell der halt rennt. Zum Scouten ist er nicht schlecht, fällt mir gerade auf. Ja, zum Scouten ist er gar nicht so schlecht. Ja, das passt schon. Die machen das. Die machen das schon. Ah ne, da bauen wir es doch. Bauen wir da. Ich meine, wenn der Gimli stirbt, ist das nicht schlimm. Wie jetzt? Ernsthaft? Wie lange hältst du nicht mehr aus? Das ist ein Problem. Aber ich glaube, er schafft's noch. Gerade so eben. Nee, haut's nur den Baumeister weg. Ja, der arme Gimli. Oh nein, wie schlimm. Huhu. Ah, da ist der Faramir. Den müssten wir noch töten. Das wäre noch wichtig. Und dann haben wir jetzt eigentlich fast gewonnen, oder? Nee, der hat doch eine Kaserne. Wie viele Kasernen der baut. Abartig. Aber es passt schon. Ich habe hier den Ring. Den können wir gleich dem Gegner geben. So, jetzt bauen wir hier. Und hier. Und hier bauen wir mal so ein paar solche Gebäude. Hat sie wieder erledigt. Gut, der Gimli ist gestorben. Und wir haben viele Truppen verloren. Aber wir haben das Land eingenommen. Und darauf kommt es im Endeffekt an. Ich habe nicht so viele Truppen. 5,1 ist immer noch in Ordnung. Wenn ich jetzt hier gucke, da knapp 200 Bataillone. Das ist halt gigantisch viel. Was will der Gegner da noch groß machen? Nix, richtig. Arthedain habe ich gesagt, machen wir später. Helms, klar. Ja, komm. Das hätte ich jetzt aber auch gesagt. Dass der hier... Das Arthedain... Boah, das ist halt so schwer. Was hat denn der da alles? Halder, Düsterwolf, zack, blups. Zwergen, Abschleuer, Zwergen, Hüter, Boromir. Soldaten, Turmwache. Okay, wisst ihr was? Eigentlich wollte ich Pause machen, weil ich echt dringend auf Toilette muss. Und ich danach noch XCOM weiter aufnehmen möchte.
Aber naja. Egal. Ich zieh's jetzt durch. Und dann muss man gucken. Ich hoffe, es dauert nicht zu lang. Ich muss echt dringend auf Toilette. Und ich will XCOM aufnehmen. Und ich muss heute noch lernen. Bei mir geht's jetzt nämlich mit der Uni weiter. Hurra! Nervt mich jetzt schon komplett. Aber so ist das nun mal. So ist das. Wo werde ich gebraucht? So. Wir verwenden nur bestes Material. Wo werde ich gebraucht? Ich baue jetzt mal nahe an der Zitadelle, also an meiner Festung. Und dann bauen wir hier auch gleich mal Axtturmerweiterungen. Mauerknoten braucht es nicht. Hallenerweiterung bringt nichts. Katapultdings kann ich mir nicht leisten. Rüstet euch, Zwerge! Nach vorne! So. Na komm. Ich mache nur ein Feuer. Und dann schicken wir die Baumeister mal in die, in die Minen. Nur damit sie sicher sind. Geht in Stellung! Leuchtschleuder in Position! Großartiges Mauerwerk! Wir können nicht bleiben! Wir sind in Gefahr! Na gut, wenn sie da sind. Jetzt sind sie schon da, die Gegner. Schaut euch das an. Sauerei. Oh, Flankierung. Sie flankieren mich. So, das heißt, die eine Truppe nach unten und die andere nach da. Und das Teil nehmen wir uns von uns selber. Oh, 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 ja. Minenschacht beschützen, das ist wichtig. Die Trolle, die müssen weg. Das sieht nicht so gut aus für meine Festung. Ja, ihr stirbt wahrscheinlich auch. Das schaut halt mal gar nicht gut aus mit der Festung hier. Das Ding ist... Oh nein, wenn die Festung fällt... Nein, ich habe noch Baumeister. Ich dachte, wenn die fällt, war es das, aber das stimmt ja noch gar nicht. Das ist jetzt so ein übelstes Base-Race-Szenario, wo mir... Oh, Baumeister. Wo mir eigentlich nicht gefällt, wenn ich in der Situation, in der ich jetzt bin. Komm schon, die Mine muss fertig werden, schnell! Oh. Evakuieren. So. Den so... Oh, ne. Erstes Katapult, dann den. Schnell, macht doch das Katapult kaputt. Bevor es nochmal schießt, danke. So, komm schon. Schützt den Minenschacht! Phalanx bilden! Nieder mit dem Gebäude! Lasst es einstürzen! Wo ist der Bauplatz? Wir haben alle Hände voll zu tun. Da ist auch noch so ein Würdet ihr mal aufhören, da. Du Scheibe! Nee, das sieht ganz schlecht aus. Nachdem die Truppen jetzt so ganz blöd weggelatscht sind, ist das alles andere als gut. Wir haben einen unserer Feinde zerschmettert. Einer ist tot. Gut. Es ist zu spät. Ach, ich hab kein Geld mehr! Ich hab gar kein Geld mehr. Nein! Feines Zwergenhandwerk. Okay, jetzt. Jetzt wird's eklig. Bitte zerstört diese Blödgebäude. Und einer. Sind es Axtschleuder? Nein, das ist Phalanx. Ihr zerstört die. Wo ist der? Den muss ich schützen. Nein, ich darf den nicht mehr aus den Augen lassen. Er hat noch viel zu tun. Bringt das Werkzeug. Geht in Stellung. Aber ich könnte es vielleicht noch schaffen. Auf eure Posten. Wo werde ich gebraucht? Wir werden angegriffen. Wo ist der Bauplatz? Rüstet euch, Zwerge! So, das nehmen wir ein. Wo denn? Der Gegner dürfte jetzt aber auch nichts mehr haben. Ihr nehmt das ein. Wir haben noch Gebäude? Achso, ja. Sturmangriff! Ja, alle Hände voll zu tun.
So, nicht ohne Leute rumlaufen hier, Baumeister. Wenn der stirbt, war's das halt, ne? Da! Ich habe ihn gefunden. Jetzt haut's weg. Flankiert's mal. So, jetzt haut's das Zeugs kaputt. Baumeister zerstören. Gewonnen. Das war knapp, Mann. Woo! Aber es hat zumindest nicht lange gedauert. Dann kann ich jetzt endlich auf Toilette gehen und mit XCOM weitermachen. Danach gibt's Mittagessen von gestern, das ich nicht eingetuppert habe. Ich hoffe, ich sterbe nicht dran. Normalerweise nicht, das dürfte nichts machen. Einmal über Nacht, das geht schon. Hab ja gestern frisch gekocht. Wir haben ein Land verloren. Ja, kommt vor. Ja, und dann wird gelernt. Tja, so schaut's aus. So schaut mein Tag aus. Alles klar, dann speichere ich jetzt hier kurz ab. Blub. Kurze Zwischenbilanz. Die Elben sind fast tot, weißt du was? Den Befehl gebe ich noch, weil das will ich nächstes Mal, wenn ich weitermache, was hoffentlich nicht erst wieder in 2 Monaten ist, will ich nicht vergessen, dass das die Elben sind, dann sind die nämlich weg. Und der Rest passt dann schon. Das ist natürlich jetzt nervig, weil dass er da ein Loch reingeschmissen hat. Wie hat er denn das geschafft? Habe ich da verloren? Waren da keine Truppen mehr? Oh, ich bin so dämlich. Ja, komm vor. Aber egal. So, wie gesagt, so schaut's aus. Und die nächsten Tage werden sehr interessant, die nächsten Wochen und Monate. Dann würde ich sagen, ich beende das Ganze hier. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet wie immer Spaß. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Ciao.